Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, bitte verzeiht die Hintergrundgeräusche. Es sind gefühlte 40 Grad heute und deswegen lasse ich jetzt einfach auch mal das Fenster offen und so, beziehungsweise, ne, muss hier so ein bisschen Luft auch reingeben. Und deswegen könnte es sein, dass ihr auch ein bisschen, ja, die Straße hört, also irgendwas draußen hört. Menschen halt, hier wohnen Menschen, das hier ist eine Siedlung, ja. Also im Prinzip ist es heute gar nicht so warm, aber hier in der Wohnung ist es noch super warm. Ist alles etwas aufgeheizt. Ich auch. Sammy und ich waren gerade spazieren. Man sieht es wahrscheinlich. Wir sind etwas durch den Wind. Er hat sich jetzt auch gerade exakt neben mich hingelegt. Hinter mich tatsächlich. Hinter diesem Stuhl. Und hechelt da vor sich hin. Genau. Aber ich möchte mit euch heute gerne die Asam Beauty Wundertüte anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Asam Beauty Wundertüte erscheint immer mal wieder. Die kostet, ich glaube, 34,95 €. Ne? Zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, habe ich, glaube ich, einen 10% Code anwenden können. Bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall so, dass mittlerweile Maxim ja auch jetzt regelmäßig immer Codes hat. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, Maxim Giacomo, ne? Falls ihr Asam-Fans seid und dort einfach immer mal wieder ein bisschen was sparen möchtet. Genau. So, als erstes lag so eine kleine Probe mit im Paket. Und zwar habe ich hier, also Probe ist gut, es ist ein normal Produkt halt, ne? Vino Rose hautglättende Gesichtsmaske, hochkonzentriertes Vitamin E. Und das finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen mit Traubenpolyphenolen und Rosenstammzellen. Das ist so ein Zweier-Sachet für die Frau ab 20, steht hier hinten drauf, also 20 bis 50. Da macht Asam ja immer so, ne? Quasi, ja, eine Altersempfehlung mit drauf. Ich finde es cool, ich kann mir sowas gut vorstellen, dass ich das morgens einfach anwende. Da verwende ich nämlich am liebsten so Crememasken, während ich Zähne putze. Ganz einfach. Und deswegen ist es schon mal eine nice Geschichte. Aber das ist halt eine Sache, die man so generell dazu bekommen hätte, wenn man bestellt hätte, ne? Jetzt schaue ich aber mit euch mal in die Wundertüte. Sie ist sehr, sehr leicht. Wir haben hier hauptsächlich, ja, natürlich Pflege enthalten. Wir können hier Pflege drin haben von M. Asam selber, von Flora Mare, das ist ja auch eine Marke von Asam Beauty quasi, ne, auf der Homepage. Ahuhu, die Haarmarke. Und ja, ich bin mal gespannt. Erster Blick geht rein. Gucken wir mal. Als erstes habe ich von Flora Mare hier ein Handschuh, würde ich mal so dazu sagen. Ne? Self-Tan Applicator. Ja, Selbstbräuner Applikator Handschuh. Ja, haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vorne Socken. Klar, wenn ich jetzt Self-Tan verwenden würde, würde ich mich drüber freuen, weil sowas ist ein Produkt, was man halt auch gut anwenden kann. Verwende ich jetzt nicht so unbedingt, dementsprechend wird es weiter wandern, dann wird es mal in eine Verlosung reinkommen. Dann habe ich hier drin, das finde ich aber richtig cool. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich habe mir auch schon andere Unboxings angeguckt, aber das hier war, ich glaube, bei keinem mit dabei. M. Asam Magic Finish, also die Make-up-Linie. Set in Lipstick Trio. Da habe ich die Farben Hazelnut Heaven, Almond und Rosewood drin enthalten. Also ja, drei Lippenstifte tatsächlich. Ich finde es geil. Also finde ich gerade wirklich richtig gut, ne? Und dieses Hazelnut Heaven soll ja auch mega genial sein. Also ich muss mal gucken, welche Töne ich davon habe. Aber ich meine, dass ich mindestens den Hazelnut Heaven davon noch nicht habe. Dementsprechend, ich mache es einfach mal auf, dass wir uns das mal angucken, oder? Genau. Aufregend. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Also ja, dass man vielleicht so ein Magic Finish hier drin hat, sprich dieses Make-up quasi, dieses Mousse-Make-up. Da hätte ich mich ehrlich gesagt nämlich gar nicht so sehr drüber gefreut, weil ich halt sehr trockene Haut habe und das mir nicht so viel Freude bereitet. Aber diese Lippenstifte, die sind wirklich genial. Die haben eine ganz tolle Haltbarkeit. Das kann man nicht anders sagen, Leute. So. Und jetzt, ich kann die ja hochdrehen, ne? Ich kann die euch ja zeigen. So, hier habe ich jetzt einmal die Farbe Rosewood, also quasi ein richtig schöner Rosenholzton. Das ist auch ein mattes Tönchen. Und wie gesagt, das hält und hält und hält und hält, ne? Das ist so gut. Schließt magnetisch, ne? Dann habe ich hier die Farbe Hazelnut Heaven, also der Haselnusshimmel. Sehr hell, sieht echt hübsch aus. Ein schönes Nude-Tönchen, schönes Alltagstönchen.
Ich meine, das habe ich bei Steffi Loves Beauty oder so gesehen. Bin ich mir gerade nicht ganz so hundertprozentig sicher. Ach was. Ja gut, weil die Deckel magnetisch sind, halten natürlich auch die Deckel so ein bisschen aneinander. Die halten sich jetzt nicht fest, weil das dafür wahrscheinlich zu schwach ist, aber irgendwie auch witzig, ne? Und die Farbe Almond, also Mandel, ich glaube, den habe ich schon. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich den schon habe. Der ist auch ähnlich, aber einen leichten Rotstich, jetzt habt ihr kurz Sammy gesehen, hat er noch mit drin in Relation zu dem Hazelnut Heaven. Geil. Also gucke ich mir auf jeden Fall dann mal an, dass ich mir das in meiner Schminksammlung angucke. Ja, es ist wirklich warm, Leute. Schreibt mal gerade gerne eure Temperatur unten in die Kommentare. Also quasi, wie warm das bei euch ist. Ne, jetzt gerade bei uns draußen sind es nur 20 Grad. Wie gesagt, ne, morgen, übermorgen, da steigen die Temperaturen wieder, da geht die Party ab. Gut, es ist jetzt auch heute dieser, was ist das für ein Tag? 21. müsste das sein, ne? 21. Juli. Genau. Übrigens könnte es dann sein, dass ich die Lipsticks oder einen von denen dann auch mit in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit reinnehme. Muss ich mal gucken. Das mache ich ja monatlich. Ne? Muss ich nur gucken, ob ich das Video jetzt im Juli noch hochgeladen bekomme oder im August. Je nachdem, wann das dann hochgeladen wird, kommt dann das Lippenprodukt auch entsprechend mal in das Full-Face mit rein. Ich habe hier einfach einen Tee, denn so einen Früchtetee, den würdest du normalerweise warm trinken, ne? Kalt aufgegossen läuft. Self-Made-Eistee liebe ich. Gut, so, das nächste. Mensch. M. Asam Hyaluron Repair 24-Stunden-Creme. 100 Milliliter, das ist immer so riesig. Es ist immer so krass. M. Asam haut dann immer so diese Riesentiegel raus. Ja, ich meine, die kriegst du wohl aufgebraucht in der angegebenen Zeit, ne? Aber ich finde es immer hart, weil ich... Ja gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Beauty Mates verwende ich da ja auch immer so durchgehend, ne? Also da wechsle ich ja auch nicht. Da könnte ich mir auch vorstellen, mir da so ein 100 Milliliter Tegel hinzustellen. Aber ja, müssen wir mal gucken. Und Hyaluron ist auch etwas, was mein Gesicht gerne mag. Und so schaut die Creme aus. Es ist ein Ding, da kannst du echt jemanden mit abwerfen. Der Wahnsinn! Nee, finde ich gut. Ist ja auch für trockene Haut dann wahrscheinlich, ne? Parfümstofffrei, sowas finde ich auch immer sehr nett. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ja, das finde ich gut. Judy. Dann habe ich hier als nächstes was von Flora Mare drin und zwar ein Lippenpeeling. Das wird weiter wandern bei Lippenpeelings. Habe ich immer mal wieder versucht auch zu verwenden, aber irgendwie sehe ich den Sinn dahinter nicht so ganz so. Nee, ist nicht ganz so meine Welt. Glätten, Feuchtigkeit spenden, pflegen, 30 Milliliter. Herzlichen Glückwunsch, aber nö. Ja, ich habe manchmal trockene Lippen und würde sowas auch definitiv gebrauchen können, aber ich bin da wirklich zu faul für. Ich mache ja super viele Steps in meiner Skincare-Routine, ne? Da wird mir das wahrscheinlich echt zu sehr auf den Keks gehen. Nee, das wird weiter wandern. Dann habe ich hier noch was von Flora Mare drin und zwar Serum Wrinkle Relax. Glättend, straffend, anregend, 50 Milliliter. Also das soll die Falten entspannen. Okay, was ist denn da drin, was die... Ist dieses Butyrosperum nicht irgendein... Nee, das ist Shea Butter. Squalan haben wir hier mit drin. Ganz interessant, ne? Also halt ein Serum, 50 Milliliter ist wieder relativ viel. Ja, Milchsäure hast du hier auch mit dabei. Das müsste ich mal auf jeden Fall ausprobieren. Kann ich jetzt so natürlich noch nicht zu sagen. Hört sich auf jeden Fall gut an, finde ich, ne? Weil ich kann es gebrauchen für mich tatsächlich... Wenn das jetzt jemand aufmachen würde, der ein paar Jährchen jünger ist als ich, wäre die Person wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. So, und hier habe ich jetzt das letzte drin. Das ist so ein Tütchen und da sind verschiedene Sachen drin enthalten. Okay. So nach dem Motto, alles muss raus, wa? Also einmal ist es so ein Täschchen, finde ich ganz nett. Werde ich jetzt nicht für mich behalten, ne? Das werde ich weiter wandern lassen. Ist ganz nett. Kann man gebrauchen. Dann habe ich hier noch eine Maske drin und zwar die Collagen Neck and Décolleté Skin Tightening Mask. Finde ich gut mit Ceramiden. Ja, auch wieder so ein 2x5 Milliliter Gedöns. Also du kannst es halt zweimal anwenden. Und als letztes habe ich hier drin das M. Asam Resveratrol, die Eye Cream mit 7 Millilitern. Das finde ich gut. Also eine Augencreme auch hier mit dabei. Das rundet die ganze Geschichte ab. Ich hatte hier auch schon mal von dem Resveratrol Premium NT50 ein Serum gehabt in halt einer großen Größe, in 50 Milliliter oder so. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also interessante Kombi. Viele Produkte drin, die ich cool finde. Hat sich das jetzt für mich preismäßig gelohnt? Geht so.
geht so. Ne? Weil die Lippenstifte gut, ich weiß jetzt nicht, was die kosten würden, wenn man sich die so kauft. Hätte ich jetzt ja auch nicht alle gekauft, hätte ich mir vielleicht ein oder zwei maximal von gekauft. Ne? Das Serum ist interessant, definitiv. Die Creme, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dazu greifen werde oder ob ich bei meiner Creme bleibe, die ich aktuell in Anwendung habe, weil ich muss wirklich sagen, dass ich mit meiner Skincare-Routine aktuell sehr, sehr zufrieden bin, dass meine Haut echt besser geworden ist. Die Maske finde ich schön, die Augencreme finde ich ansprechend. Schon irgendwie brauchbar das Ganze, ne? Aber ja, doch, das Wow-Produkt sind schon die Lippenstifte, ne? Hattet ihr die Asam Beauty Wundertüte dieses Mal auch bestellt? Schreibt mir das mal gerne und was ihr dann auch drin hattet, das würde mich wirklich interessieren. Und ja, dann würde ich das Video jetzt einfach mal beenden. Und wenn es dir hier so gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!